So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt geht's los mit den Parts, nachdem ich gestern, also für mich ja gerade eben, aber für euch gestern, doch recht gekränkelt habe. Also, ja, bla bla bla. Mache ich jetzt 15 Minuten Parts und dann kriege ich das auch hin, mit den Aufnahmen zu machen, ohne euch irgendwie irgendwas vorzunerven. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Jetzt geht's weiter mit den Parts, nachdem ich gestern, also für mich gerade eben, für euch gestern angekündigt habe, dass ich jetzt kurz Parts aufnehme, um die Folgen zu schaffen. Geht's jetzt los und wir suchen erstmal hier Treibgut, was ich gerade schon angeklickt hatte. Und los geht's. Oh, das ist ein Leguan. Wo ist er hin? Da ist er. Wo ist er? Komm her. So. Ist immer gut für irgendwelche Sachen gebraucht. Ich weiß zwar nicht was genau, aber wir können ja mal schnell schauen. Dann sehen wir auch wofür. Quatsch, den müssen wir glaube ich ins ESC-Menü, genau. Herstellung. Benötigt Hirschpilz, kann man machen. Bestätigen. Gesundheit Upgrade 2. Jawoll. Pistolen Buckelwalhaut. Was haben wir hier noch? Jaguarpelz. Knochen des großen weißen Hais. Hammerhai-Knochen. Beute mit Pistolenmunition. Berserker-Pfeile. Diesmal Berserker-Pfeile könnte man eigentlich mal machen. Jector-Upgrades. Quatsch, nee, nicht Jector. Edward-Upgrades. Schwertsetzpistole. Wie geht denn das? Herstellung. Erworben. Berserker-Pfeile. Knochen. Bestätigen. Kann ich da nicht gleich mehrere machen? Bestätigen. Ich dachte, ich kann da vielleicht gleich mehrere auf einmal machen. Aber anscheinend nicht. Dann machen wir halt der Reihe nach und können uns ein paar Berserker-Pfeile machen. Warum auch nicht? Wenn wir dafür nur die Knochen brauchen und die Knochen auch nicht für jedes Tier einzeln gewertet werden, dann ist das ja ganz okay. Müssen wir halt nur ab und zu Knochen sammeln, ne? Und dann haben wir hier noch Schlafpfeile. 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 Wow, es geht echt schnell. Wow, die Geschwindigkeit. So. Pistolenholzer 3 können wir nicht machen, können wir nicht machen. Okay, gut. So, dann haben wir wieder Pfeile. Das bringt uns bestimmt später irgendwann mal was. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ding hier bekommen. Hui, das hat wehgetan. Okay. Das funktioniert ja ganz gut. So, da runter. Runterklettern ist immer ein bisschen schwerer als hochklettern. So. Da hätten wir das auch geschafft. Flupp. 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 Ui. Das war hart an der Grenze. Und jetzt haben wir es geschafft. Endlich. Das. Ich hoffe, da ist noch was Gutes drin jetzt. Ne? 3 Zucker, naja gut. So, schauen wir ganz kurz. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier hinten noch einen Brief, den hole ich mir mal. Ein Briefing. Oh, ein Briefing. Wo ist der jetzt so? Na du, habe ich den nicht gerade angeklickt? Brief? Ne, irgendwie doch nicht. Jetzt. Ist da hinten, gell? Genau. Und wir gehen mal gleich dahin und schauen mal, was da so ist. Die Klippen komme ich anscheinend nicht hoch. Brr. Doch, da hinten. Wunderschön. So. Also dieses Parts aufnehmen ist, also für alle, die selbst Let's Plays aufnehmen, aber so zum als Tipp, dieses Parts aufnehmen ist wirklich sehr gut, wenn ihr krank seid und so. Dann könnt ihr die Parts aufnehmen, euch in der Zwischenzeit immer mit einem Tee oder so wieder auf die Beine rappeln und dann den nächsten Part aufnehmen. So habe ich zum Beispiel auch gestern die ersten 14 Folgen von Satinas Ketten aufgenommen. Das war ganz cool. Und es macht auch wirklich Spaß, das Spiel.
Aber jetzt mal gerade hier, was machen diese Piraten hier? Die müssen doch irgendwie hier was suchen. Wäre schon ziemlich blöd, wenn sie das Ding suchen und du rollst. Ach, guck mal, was da liegt, fertig. Zu meinen Namen und Ursprung. An alle und jene, welches dieses Schreiben lesen mögen, wusset zunächst, und dass ich Tom Kavanagh bin und 1652 geboren wurde. Früher lebte ich in Boston, nun im Jahre 1706 in einer ganzen Welt. Vor langer Zeit habe ich mich an einen Wohnort meiner Vorfahren in die Einsamkeit zurückgezogen und nach... Moment. Und nach... Moment. Weiterlesen. Und auf der Suche nach Frieden und Stabilität des Geistes. Meine Geschichte ist die einzigartige, obgleich ich damit nicht behaupten will, das besondere Größe oder von Adels zu sein. Und doch ist so viel Fremdes in meinem Blut, dass es wert ist, erwähnt zu werden. Mit dem Wunsch, dass aus meiner Situation ein größeres Verständnis erwachsen möge. Und in der Hoffnung, falls es andere in der Welt gibt, die unter demselben Wirrung des Verstandes leiden, wie ich seit meiner Geburt. Das ist ein bisschen nervig, wenn ich immer runterscrollen. Dass jene in mir eine verwandte Seele finden, Seele finden mögen. Und eine freundliche Stimme, die sie in einer seichteren Gewässer der Vernunft zu führen vermag. In einfachen Worten, ich wurde als Kreatur mit zwei Seelen geboren. Eine in die meinige, frisch geprägt und neu auf der Weltbühne, doch die andere ist ein altes und weißes Ding, eine Seele so alt wie das Universum da selbst. Zwei Seelen in einem Körper und sie kämpfen um die Vorherrschaft. Denn solange ich ein denkendes Wesen bin, habe ich diese beiden Gezeiten in mir verspürt. Wie es in einer rätselhaften Verbindung kam, soll das Thema des zukünftigen Schreibens sein. Oh yeah. Das sind also alles Briefe von diesem einen Typen. Der irgendwie ein bisschen seltsam spricht. Aber so hat man es natürlich damals geratet. Ich könnte so mein ganzes Let's Play führen. Ich denke aber, nach einer gewissen Zeit würde das doch sehr nervig sein. Und wieso habe ich diese Kiste nicht gesehen? So, vorbei an der Stapelei und... Flatsch. Drei rum. So was beim Saufen. Kann ich jetzt ja nicht aus hier. So, als nächstes haben wir da Truhen stehen. Die gelange ich wie? Ach da, okay, da muss ich also auf das Schiff. Und von dem Schiff komme ich zufällig genau da hoch. So. Hoch, 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 hoch. Da steht natürlich der... Hoffentlich bringt die auch was, jetzt zwei Kisten hier. Ich will 500 sehen mindestens. Ja gut, aber zusammen kriegen wir es, kriegen wir 500 zusammen. Ist ja auch was. Flupp. Sehr schön. Und dann fehlt uns jetzt hier noch eine Shanty und da hinten, oder Shanty, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt ausspricht. Ich würde mal eher sagen, das ist eine Shanty. Aber na okay. Schlägt mich das wieder. Ja, wie kannst du das heute aussprechen? Wie komme ich da hoch? Hey, wie komme ich da hoch? Hallo, ich würde gerne hochkommen. Hier vielleicht? Na nü. Wie komme ich da hoch? Ich will keinen Todessprung machen. Ich will da hoch. Okay. Dann springen wir mal zum Todessprung und ich glaube, wir kommen da hinten hoch, wie ich das gerade gesehen habe. Erstmal an Land gehen wieder und dann machen wir uns mal flixe flaxe dahin. Sieht nämlich so aus, mal da eventuell. Ah, da kommen wir durch, alles klar, da kommen wir nicht hoch, da kommen wir durch. Die sind auch Piraten. Was machen die hier überall? So, 100 Meter bis 80 Meter hoch. Ah, da kommen wir hoch, alles klar. 100 Meter, das ist auch Shanty, dann haben wir es gleich geschafft, oder Shanty. Ich bin mir gar nicht so sicher. Dann haben wir wieder ein neues Lied für unsere Crew gelernt. Und die können uns dann damit beglücken auf der nächsten Schiffsreise. So.
Und da haben wir es auch schon. Go, 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 woo! Ja, gut. Jetzt haben wir es. Und jetzt noch die letzte Truhe. Die ist wo? Die ist da. Also die letzte ist nicht, aber die letzte in der Gegend hier. Na, nun haben wir hier wieder so ein Zeichen. Ne, das haben wir ja schon gemacht. Das ist die Stele, die wir schon entdeckt hatten. Alles klar. Wow. Das war krass. Und da ist eine Truhe. Wunderbärchen. So. Schnellreise nach da. Und dann holen wir uns den letzten Kisten. Ist ja ziemlich cool, dass wir dann nicht wenigstens die nächste Insel gleich erledigt haben. Huch! Ach, wir landen direkt hier. Okay. Dann hier nochmal ganz kurz das Fragment. Das ist da hinten irgendwo. Können wir hier runterspringen? Sicherlich, gell? Ja. So, das muss eigentlich ziemlich einfach zu finden. Ja, gut, das liegt einfach nur da. Wow, so ein einfaches Fragment hätte ich noch nie gehabt. Es liegt einfach da. Schön, dass es doch einfache Fragmente gibt. So, und hier. Flatsch, Kiste. 10 von 10 Truhen. Und jetzt fehlt uns doch irgendwas. Hier liegt eine Leiche. Gleich am Strand. Wahrscheinlich einer unserer gefallenen Kameraden, den wir vergessen haben. Der hatte zufällig eine wichtige Karte dabei und ja, ne? So. Oh, sieht so. Guckt euch mal bitte dieses Bild an. Ich würde davon jetzt so gerne einen Screenshot machen, ohne dieses ganze Gezuppel im Bild dabei. Bis! War bestimmt so eine spitze Klippe, einfach nur krrr, tot. Weißt du wie? Bist genau zwischen die beiden. Tsch, miep, tot, gespaltet in der Mitte. Möp, möp. So, Geheimnis. Ja, könnte dieses Ding mal weggehen? Ja, danke schön. 50 Meter. Wo soll ich denn da hin? Komme ich da niemals auf normalen Weg hin jetzt, oder? Ja, komme ich da hoch? Ich weiß es nicht. Moment, das sehen wir gleich. Ne, da komme ich sogar nicht hoch. Das ist irgendwo auf dem Land. Ah, wie komme ich da hin? Oh, du Zukunft des Weisen aller Weisen. Verrate mir, wie ich an diese Stelle komme. Ich sehe keinen Weg dahin. Huh. Ne, das ist falsch. Nimm ich die Klippe hoch? Hä? Verarscht mich doch mal nicht. Man sieht doch so wenig, wenn man hier genau von so einer Klippe steht, dann ist die... Achso. Hm. Okay, hab's gefunden. Nee, ich komme trotzdem nicht hoch. Hä? Ach, von hier... Von da hinten muss ich loslegen. Okay. Flup, flup, flap, flap, flip, flip, flap, flap, flup, flup. Darüber. Dann darüber. Das ist so geil, dass die Wege immer wirklich genau exakt so liegen, dass man an diese Orte rankommt. Das war geil. So gefällt mir auch. Great Iguana. Und irgendein Haus. Belohnung, Plan, graues Segel. Ich weiß nicht genau, wo das sein soll. Wird das eigentlich markiert jetzt auf der Karte irgendwie? Templerrüstung, Bucht-Upgrade. So wirklich markiert wird das nicht. Na okay. Dann haben wir jetzt endlich die gesamte Insel erforscht. In einer Folge sogar. Das gefällt mir richtig gut. Dann machen wir uns in der nächsten Folge gleich mal auf den Weg ins Meer, ins Gewässer und ja, schauen mal, was sich da jetzt so ergibt. Ich renne noch schnell zum Boot. Zum Boot vor allen Dingen. Ja, zu unserem kleinen, süßen Fischerboot hier. Huch! So,
Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss.